4. Guten Abend, Grindelwald! Ich hab nur 3 Stunden Zeit. That was a story, I'm sure you all know. I'm sure you remember, and I know you believe. The story of Adam and Eve. Kopf, was ist jetzt der Postzettel? Papi, schau, das ist doch der Koch aus dem Fernsehen. Ja, und? Gut gekauft. Ist die Papi Koch? Der Umgang mit Konfliktsituationen. Haben Sie... Wie sieht es damit aus? Warum möchten Sie denn gerade in unserem Kindergarten? Herr Mattis, Sie sind Architekt, ist das richtig? Das ist richtig, ja. Kein Neuling ja im Beruf? Nein, wegen nicht. Dann würdet ihr uns bitte erläutern, was ihr nach von einem 250'000 Franken teuren Baumonopol der Chemie Schweiz AG hat versprochen? Gar nicht. Mir war von Anfang an klar, dass das eine höchst fragwürdige Angelegenheit ist. Aha, und doch hat er es gekauft? Der Stalder hat mich ja faktisch dazu genötigt. Ja, die Schweiz ist ein freies Land. Wie hätte er mich dazu können nötigen? Ich hatte schon einen Haufen Geld bei ihm angelegt und mit dem hat er mich erpresst. Ja, was war denn das für Geld gewesen? Muss ich mich dazu äußern? Was soll das jetzt weiter von mir? Hey, nicht umfressen! Stand doch endlich dazu, dass es euch hier unten nicht mehr braucht. Sag mal, wieso hast du deinem Mann eigentlich nie gesagt, dass du eine Tochter hast? Hi, Boss. Yeah, where are you, love? I wanted to come in today. Yes. I'm not really doing so good. Yeah, I should probably work from home. Sorry. Maya! About the project, it's really, really mucho urgente. Put it in an email. Tell me! I just want to know. Didn't I make myself clear the last time? I need results! Resultate! At one point, my patience come to an end, okay? It's enough, it's over, right? Finito, basta! You'll get your written notice in a few days. And then you can stay at home as much as you want to. What you heard? Yo, you don't want Heinrich. I told you there is a pianissimo on the motherfucker, yeah? Gegen rauf? Ah nein, gegen links, oder? Nein, gegen runter, Hans, gegen runter. Ja, hab ich ja gerade gesagt, gegen runter. Von mir aus. Und jetzt, wo schaust du jetzt gerade an? Ganz klar nach oben. Hans, ganz ehrlich, vielleicht solltest du auch ein bisschen mehr feine und gesunde Schweizer Rüebli essen. Wieso? Jetzt schaut's doch gegen rauf. Auch schon. Tomaten, yo man, Gurken,
Gurken, Brokkoli, Blumenkohl, Blumenkohl. Was machst du da? Action, damit die Leute mehr Schweizer Sommergemüse essen. Yo, yo, yo! Paris, Paris! Hast du gewusst, dass der, der Wilhelm Tell geschrieben hat, gar kein Schweizer war? Ja, ja, logisch. Wieso? Bei einem Schweizer hat doch der Tell nicht einfach auf so einen feinen Apfel geschossen, sondern er hat ihn gegessen. Eben. Das habe ich auch schon gedacht. Das ist schon gut, Hans. Durch diese hohle Gasse muss er kommen. Er hat doch keine Ahnung von moderner Communication.